ein krasses Kampf zwischen Christian Jungwirth und Christian Eckeling zustande kommen sollte am 18. November in Köln. Und das waren so meine Gefühle. Scheiße, das geht jetzt komplett in die andere Richtung. Und das, wonach ich träume und rufe seit 2 Jahren, wird wahrscheinlich nicht passieren. Dann lass uns mal direkt auch darüber sprechen. Christian Eckeling versus Christian Jungwirth. Erzähl uns mal was dazu, deine Gefühle. Ja, wie enttäuscht warst du? Weil, wie gesagt, wir haben dieses Überraschungsmoment schon hinter uns gehabt. Wir haben das schon, kann man sagen, gewusst, dass es in Planung ist. Wie schockiert warst du dann? Und du warst derjenige, der gesagt hat, ich habe gesagt, hey, auch wenn Jungwirth verliert, ne, wird der Kampf zustande kommen. Würde er auch wahrscheinlich, hätte er sich nicht verletzt. Aber du warst so, ey, abwarten, warte. Ne? Ich war schon so euphorisch, dass es so gut wie fest ist und wir haben uns wieder überzeugt, dass dieser Sport uns immer wieder überrascht. Ja, wie du sagst, also der Sport, egal, wenn du irgendwas vorher planst, du weißt nie, wie es am Ende passiert. Man hat es jetzt wieder gesehen. Es war natürlich ein Riesenschocker. Ich glaube, das ist einfach die schlechteste Ausgangssituation, die es überhaupt kommen könnte. Also ich meine, er hätte verlieren können. Er hätte meinetwegen auch ausgenockt werden können, gewinnen können, aber so schwer verletzt, das wäre die schlimmste Möglichkeit überhaupt. Ich meine, er hat es gesagt, es ist zum Glück nichts gebrochen, aber es sind halt alle Bänder im Ellbogen durch. Außenbänder sind gerissen und glaube ich, den Innenband ist so angerissen. Genau. Richtig. Und damit wird er natürlich nicht in Köln kämpfen können, das hat er schon gesagt, er wird sich so ein halbes Jahr Auszeit nehmen und dann wahrscheinlich im März bei einer besonderen Veranstaltung für ihn zurückkehren. So, denke ich mal, ist sein Plan. Da wird bestimmt einiges in nächster Zukunft veröffentlicht werden. Und ja, ich meine, eine Sache noch, das hat er jetzt auch öffentlich gesagt, deswegen können wir jetzt auch drüber sprechen, was du mir schon ein paar Tage danach gesagt hast, und zwar, dass er sogar sich erinnert, getappt zu haben. Das hat er auch öffentlich erst gesagt. Und ich habe mir den Kampf nochmal angeguckt. Also ich würde sagen, es ist eine halbe Sekunde, bevor der Referee abbricht, hat er, meine ich, getappt. Also es hätte nichts geändert, sagen wir mal so. Er hat so spät getappt, dass alles kaputt war, höchstwahrscheinlich. Ja, sag was dazu. Ja, das ist schwer zu sagen. Tappen, nicht tappen. Natürlich tappen. Bei so Kimura, Heelhooks, Armbar, sonstiges, natürlich tappen. Denn ein Athlet lebt ja keine 100 Jahre und er möchte regelmäßig kämpfen. Das ist der Chris auch bewusst. Und wir müssen auch sagen, er hat erfolgreich seine Operation hinter sich. Er wurde operiert vor 3-4 Tagen. Ne? Wir haben heute Mittwoch, wenn wir das aufnehmen. Wenn ich richtig liege, war es Montag oder Freitag. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Also es ging relativ schnell. Würde er nicht abtippen, dann vielleicht ein mündlicher Tap-out oder so, ne? Gibt es auch, wenn ein Schiedsrichter sieht, dass er dann nach Schmerzen schreit, dann normalerweise muss es auch der Jury abbrechen, soweit ich weiß. Genau. Aber ich finde es schade, natürlich. Es ist schade, weil auf diesen Kampf haben wir uns alle gefreut und ich habe auch gesagt, wenn dieses Kampf veröffentlicht wird, könnt ihr euch vorstellen, wie viele Tickets werden innerhalb einer Nacht verkauft, ne? Die Menschen werden wie Süchtige danach gehen und sich die Tickets holen. Und diesen Kampf sehen wir höchstwahrscheinlich, nicht höchstwahrscheinlich, sicher dieses Jahr nicht, weil Christian hat, Jungwirth hat gemeint, er gönnt sich jetzt Pause. Die Pause hat er sich auch verdient. Ich glaube, ganz wichtig ist auch hier oben, er braucht mal ein bisschen Zeit. Denn es ist eine Maschine, letztes Jahr 6 Kämpfe, zieht ihr das rein, das ist einfach unglaublich, ist keine Zeit für die Familie, nur Training, Schlafen, Ernähren und immer weiter geht's und ich glaube, diese Pause, auch wenn mit Verletzung, sei ihm gegönnt, die Pause definitiv, ich hoffe mal, der kommt stärker, nicht ich hoffe, ich weiß es, er kommt stärker zurück, aber ich hoffe 2024, dass wir dieses Kampf sehen. Wir haben so mal ein bisschen, sag ich mal, von Promoter, von deren Gesprächen, auch bei Pressekonferenz und wo man sie auch überall beobachtet, so ein bisschen gelesen, dass es nächstes Jahr was Größeres geplant sein könnte in Frankfurt. Wir sprechen immer gerne hier über große Sachen. Ich bin immer überzeugt, es könnte nächstes Jahr
Octagon mit einem schönen Open Air kommen nach Deutschland, irgendwo am Frankfurt oder sonstiges, vielleicht sogar Frankfurter Fußballstadion. Ja. Ne? Nichts ist unmöglich. Wir müssen sagen, dieser Frankfurter Event, Octagon 46, würde, glaube ich, 5 oder 6 Wochen davor schon ausverkauft. Das sind Genau. 10.000 Tickets. Ich glaube, Stadion ist machbar. Die andere Frage ist, ja, das entwickelt sich noch bis nächstes Jahr. Ne? Octagon wird wieder größer. Allerdings, was mir die Menschen schreiben, sind die Tickets etwas zu teuer, schon jetzt für den Köln. Ne? Viele meinen, das, was vorher 119 € gekostet hat, kostet jetzt 159 oder 169. Aber ich erhoffe mir wirklich nächstes Jahr ein Riesen-Event und dort am besten Main-Event, Christian Jung wird Christian Eckerlin. Das wollen wir alle sehen und ich glaube, das könnte wirklich ein Game-Changer sein, dieser Kampf. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir viel über Jungwirth geredet, aber lassen wir doch erstmal auch über Eckerlin reden, weil ich meine, jetzt hat er keinen Gegner mehr für Köln. Und da hat sich einer zu Wort gemeldet, der Christian Jungwirth besiegt hat, Janos Palaiologos. Er hat direkt gesagt, ey, so, ich habe Jungwirth besiegt, warum nicht den zweiten Kampf gegen Eckerlin? Ich meine, er sah in den ersten Minuten gegen Eckerlin sehr, sehr gut aus. Ja, warum nicht das Rematch? Macht Ich meine, Sinn. er hat gesagt, er ist ready dafür und warum, also ich fände es auch, es würde auf jeden Fall Sinn machen. Ja. Definitiv. Also guck mal, hätte er nicht den Jungwirth besiegt, dann hätte ich gesagt, okay, es macht ja keinen Sinn. Aber da er gerade mal den Christian Jungwirth besiegt hat, denke ich, würde es sogar Sinn machen und ich glaube, es wäre echt ein cooler Kampf. Also ich würde das gerne sehen. Aber was ich sehen möchte, ich möchte Christian Eckerlin endlich in Käfig sehen. Ja. Ich bin hungrig. Ich glaube, er ist hungrig zu kämpfen. Ich bin hungrig, ihn zu sehen, wie er sich da schlägt. Muss man sagen, beide super sympathisch. Sowohl Christian Jungwirth als Christian Ja, Eckerlin. jeden Das Fall. eine ist YouTube-Internet, wo die Leute sich einfach mal die Sachen anschauen. Aber die beiden Jungs, die sind einfach top. Sind Top-Athleten. Die werden sich gut vorbereiten. Und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen dieses Kampf 2024.